Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Lost in Random. Wir befinden uns in diesem Sack, in dem Beutel von den Zwillingen, die uns irgendwo hinschmuggeln wollten. Und wie man sieht, gibt es nur einen, mit dem wir reden können und das machen wir auch direkt. Mal sehen, was er uns sagen will. Oh, you're new here. Johnny I'm Ambulus. Sorry. Sind hier alle tot? Everything dies here. There's no light, no food. All we can do is die. You don't know the story, do you? Nein. Er wollte nur seinen Bruder zurück. Ludo, that may have actually been true. They are brothers, and they weren't always this way. Long ago, they ventured deep into a forest to a place none had gone before. Some say they disturbed some great evil there. They found this bag resting on a stump in a clearing. Or it found them. It's bottomless, you know, but it hates itself. It wants to be full. The bag twisted the brothers. It changed them, possessed them, made them hungry for more and more. The bag demanded they fill it with whatever they could find. First dirt, then rocks. But once the bag got a taste for flesh. Oh, wir müssen irgendetwas tun. We all started like that. And now, well, just look at us. There's nothing that any of us can't. What's that? Er meint bestimmt unseren Würfel. Oh no. Oh no. They're coming! They're coming! Ja, was denn? Ich weiß gar nicht, was er meint. Oh. We tricked you even. Now you can't leave. And you're going to go to sleep. Wir sind ja beide eklig. Den kriegt ihr garantiert nicht. Niemals. Niemals. So, wir müssen langsam voll sein hier. Achtung, super Blatt werfen. So, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen. Was nehmen wir denn da mal? So. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Oh, warte mal. Ja. Linsen wären natürlich auch nicht schlecht. Aber wir nehmen erstmal die Waffe. Die behalten wir. Achtung. So, wir würfeln nochmal was, gucken, was wir jetzt bekommen. Den 2 haben können wir nicht nehmen, aber wir können unsere Waffe vergiften, was natürlich sehr praktisch ist. Und wir können unsere Waffe auch noch ein bisschen stärker machen. So. Machen wir da hin. Und dann gucken wir mal. Zack. Achtung. Das werden wir ein bisschen zuschlagen mal. Und zwar hiervon. Oh. Anything you do just makes your life worse. Oh, schon wieder getroffen. Okay. Everything you do hurts the ones you love.
So. Muss ich mal ein bisschen Leben holen. Ah, das jetzt war noch ein gleich hier. Nee, draußen, aber mehr haben wir auch nicht, leider. Oh, Mist. So. Unser Leben nochmal ganz auffüllen, das wäre ja nicht schlecht, oder? Machen wir jetzt. Obwohl die Berliner die ganze Zeit leben, weil die ja vergiftet sind. So. 4, das ist doch schon mal besser. Den brauchen wir nicht. Wir nehmen auf jeden Fall das Blinzeln und wir nehmen die Viererlanze. Brauchen wir jetzt nicht, aber das können wir fürs nächste Mal benutzen. Stellen wir uns hier hin und los geht's. Oh. So, was sagt ihr jetzt? Oh, haben sie hier rausgerissen? Was ja gut für uns ist. Die haben ein Loch reingeschlitzt. Perfekt. Kommt noch mehr raus? Oder verschwindet der Beutel einfach? Man weiß es nicht. Oh. Vielleicht waren sie nur vom Bösen besessen. Folgen wir dem mal. Erinnere mich ein bisschen an Monkey Island. Ich weiß nicht, ob ihr Monkey Island kennt. Monkey Island 2, Revenge of LeChuck. Da gibt es auch dieses Lied mittendrin. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Und zwar, der Armknochen sitzt am Beinknochen, der Beinknochen sitzt am Kopfknochen. Also es war so ein, muss man sich so anhören von so... zwei Skeletten, die ihn dann irgendwo, irgendwo ein Voodoo-Lied, glaube ich, beigebracht haben. Ich glaube, das war es damals. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber wenn ihr das Spiel nie gespielt habt, Monkey Island, spielt bitte beide Teile, den ersten und den zweiten. Highlights. Gibt die sogar eine optisch bessere Version. Point-and-Click-Adventures, aber ich würde sagen, wenn es sind so meine, sind so die besten Point-and-Click-Adventures, die beiden, das sind die beiden besten Teile. Indiana Jones 3 ist auch noch ziemlich gut, aber das sind immer noch die beiden besten. So, oh, was zeigt er uns? Oder die? Finden sie jetzt ihre Ruhe? Das kann natürlich gut sein. Verloren Random. Folge den Gaunerbrüdern. Warte auf den Tod. Oh, das ist wahrscheinlich diese Galeere da hinten, die da kommt, das Schiff. Kleine Boot. Wir warten auf den Tod. Das haben wir gerade getan. Oh, coole Sense. Jetzt dürfen sie mitfahren. Ah, okay. Wir haben die, glaube ich, wirklich befreit vom Fluch. Das ist doch cool, mit dem Tod mitzufahren. Schläft sie ein. Müde und erschöpft von vielen Kämpfen und vom Tragen eines Würfels. Im Sprint. Hast du es eilig? Okay. Mal wieder ein kleiner Traum. Okay. Du kannst. Meine Schwester.
I'm over here. Over here, Even. Even, I'm right here. What's the matter with you, Even? I'm right here, Even. Come get me. Okay, ist sie das? Sieht so aus, ne? Aber ist nicht, das ist eine Statue. Some rescuer you are, Eden. You couldn't find me. Oh, ich laufe hier in so Schlamm. You left me with her. And look what you make me do. There's nothing left, Eden. You're too late. Oh nein. Oh, ich will sie retten, meine kleine süße Schwester. Aber es ist natürlich nicht so. Ups. Das ist ein Portal. Da, guck mal. Da sieht man und da ist die Nanny, ne? The girl from Onecroft. Oh, this Even girl you keep mentioning? Sounds like a made-up name to me. Is her first name Get? No, Even is her first. Ha. Put him on board my carriage. Her Majesty will know just how to make you talk. Oh nein, sie haben ihn gefangen genommen. Wie kriegen wir die nächsten Punkte von uns Würfel? Hochlaufen. Okay. Hier sind ganz viele von diesen Figuren. Ich weiß nicht, ob ich die alle jetzt wegmachen muss, aber. Anscheinend. Ich glaube, ich bringe nichts, aber ich mache es trotzdem mal, weil ich schon mal dabei bin. Dann auch welche. Jetzt hier jetzt hin. Okay. Das kann ein bisschen dauern, bis ich damit fertig werde. Da ist doch was anderes da. Hey, Even. You finally made it. Ott, es ist so schön, dich zu sehen. Good to see me. If it really was so good, what took you so long? Wir müssen jetzt gehen. Right. You take forever to get here and now I'm supposed to just follow you back? Please. You abandoned me, Even. You left me to sink or swim in a horrible new world. And guess what? I swam. Oh, das wollte ich nicht. Did you want, Even? To go on a big adventure? To use me as some sort of, what, motivation? Some grand excuse? Because from what the Queen's told me, you've been running around in every district just having a great old time while I've been here suffering. Ott, bitte, ich habe alles getan. Right. Were you doing everything you could when you were meeting royalty in Three Town? Getting buddy-buddy with Two Town's mayor? You've abandoned me even. The Queen's told me all about it. I don't know. Maybe you wanted me to die. You'd have this tragic backstory. You'd be so much more interesting to everyone around you in Onecroft. How poor, brave Even tried and failed to save her sister. Ein bisschen gemein ist sie schon, ne? In a way, I should be grateful. I finally know who I am. Ott, hör dir doch immer selbst zu, das bist nicht du. Oh no, this is me. I finally know who I am. Can you say the same, Even? I found my home. My true home. Queen's love is tough, but she will never abandon me. You're not taking that away from me. So I don't want to be rescued, okay? I've changed, Even. And it's about time you did too. The true dice brings order. The Queen brings order. And you, all you are, is an agent of chaos. Na, das war doch nur geträumt.
Oh, bin auch nicht. Was war das denn? Wollte mich gerade ertränken in diesem Schlamm? Sicherer Hafen. I didn't want any of this, you know. I thought I wanted to save my sister. And then I wanted to go home. But now... I just don't know anymore. Yo! What is wrong with you, girl? Huh? Oh, boo-hoo-hoo! I'm dead! Boo-hoo! I never got to do what I wanted! Wie cool ist denn, dieser Tod? I was doing an impression of you just now! I don't... Look, maybe your sister's a lost cause now, and maybe she's not. But if I were teamed up with an amazing dice who I've only made more powerful through my adventures, I wouldn't be crying to myself in the back of Death Boat! I'd be out there kicking Evil Queen butt, no matter what! You've got a superpower, sis! Don't waste it! Stop her and save everyone. You think I like shuttling dead children to the other side? Because I don't. I got other things I could be doing. You can do this, even. So find your courage and dry your tears. Because this looks like your last stop. Das ist geil, der Geist wieder. And hey, happy 12th birthday, kid. Jetzt haben wir einen 6er-Würfel oder einen 5er-Würfel? Ein 6er, glaube ich, ne? Das ist vollständig aufgewertet, genau. Mit 5 hatten wir schon. So, wir haben den Geist mal hinterher da. Even was back on track, more determined than ever, to save whoever and whatever she could from that horrible queen, which is great. That's a story I'm much more interested in narrating. Ich finde es eigentlich ganz cool, ne? Wie er es erzählt. Ich mag die Stimme vom Erzähler so gerne. Ich finde, die ist irgendwie ziemlich cool. Los geht's. Abandoned and silent door was Even's destiny. Whatever it would turn out to be. So, Fünferstadt. She strode towards it with determination. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Und hier rein vielleicht? Fünfdimensionales Schach. Wollen wir mal reden hier? They were nobody there a moment ago and then bam! Here you are. Really makes you think. Limerick? Macht auch Limerick? Ich kann gar nicht mit ihm reden, okay. Das ist einfach einer. Okay. Da oben habe ich Manny schon gesehen. Vielleicht gehen wir mal kurz hoch zu ihm. Schau mal, was er im Angebot hat. You won't believe your eyes. Cool city, eh? Filled with machinery and whatnot. But the people here make their own cars instead of buying them. Oh, that's bad for business, matey. But I'm happy to tell you that they don't hold all the cards. Du kommst ganz schön rum. Handeln wir einfach. Oh, hey, speaking of cards, you wanna trade some? Klar. Wir haben noch 57, wir können eigentlich gut mal einkaufen hier. Was ist das denn hier? Dicker Fisch. Den nehmen wir mal. So, was haben wir noch hier? Das ist Blinzeln, das hatten wir schon. Was ist das? Dicke Entdeckung, Fluch, den haben wir noch nicht. Den nehmen wir mal mit. Wir müssen ja ein paar mal kaufen hier, ne? So, was ist das denn? Schallblut. Beschwöre einen gefürchteten Blut, der schreit, wenn er angeschossen und getroffen wird. Der Schrei zerstört alle Kristalle in der Nähe. Nach 3 Sekunden wird er aus dem Spiel entfernt. Ah, okay. Das ist ja Schmittel, haben wir schon. Sog der Wirbelsäule. Beschwöre eine mysteriöse Topfkreatur aus der Wirbelsäule und die Gegner im Umkreis ihres Wirbels einfängt. Auch kaufen wir jetzt einfach mal. Eh von allen was kaufen, ne? Vierstadtdrache, beschwöre den rachsüchtigen Geist im Vierstadt. Er bewegt sich langsam und fügt eingehende Schaden zu, die ihm in den Weg stehen. Nehmen wir auch mit. Die Zeit kaufen wir auch mal.
Okay. So, mehr können wir nicht kaufen, aber wir haben ja schon ein bisschen aufgewertet. Ich weiß nicht, wohin sollen. Ich gehe einmal kurz runter. Hier unten war ja auch noch ein Weg. Lass uns einmal den unteren Weg erstmal angehen. Und dann können wir immer noch oben weitergehen. Huch, da ist noch Kohle. Da, guck. Was wir gesehen haben. Okay, reicht zwar nicht, aber... Wie geil, ist hier was zum Abschießen? Nee, oder da. Gut, dann gehen wir doch oben längs, ne? Naja, gucken wir uns erstmal Fünferstadt an hier. Das Innenleben. Holz und Fischheini. Gut rumgucken hier. Oi, you there! Hallo! Yeah, you! I saw you. You came through that block gate somehow. That's against the rules, kid. Whole structure's been legally reclassified as a wall, not a door. Entschuldigung? Oh, not good enough, kid. That's against the rules. Kannst du nicht etwas nachsichtig sein? Oh, sure. The kid with a dice needs some slack. Please. It's real, isn't it? You've got a real dice there. Admit it. Ja, das habe ich. Guards! Guards! There's a really rude kid with a dice here. Oh. Oh, so schlimm. Oh. So, gucken wir uns Raut bekommen da. So, mal werfen. Das Schwert verstärken. So. Mal werfen. So, vergiften wir unsere Waffe auch noch. Blinzeln finde ich auch super. Den Zweierhammer brauchen wir jetzt eigentlich nicht, ne? Machen wir da rein. Stellt's mal hinter ihm. Das ist ja doch mal ein Hammer. Und los geht's. So. Dass der Hammer nicht so lange anhält und wir weiter mit dem Hammer durch die Gegend laufen können hier. Das wäre cool. Nun gut. So, Fischi, was ist jetzt los mit dir? Ist es gleich wie von gerade eben? You. Ja. You won! Why, you beat him like it wasn't even a thing! Gave it away from me! Du bist immer noch am Weg. No, no, no. So, well,
we got off on the wrong foot, eh? Let me make it up to you. Take this card, yeah? Please. It's very valuable, and I want you to have it. It's a token of my regret. Oh, and esteem. You and your cube, I esteem you a lot now. Okay? I'm going away forever now to rethink my choices in my life and live it long and peaceful like, right? Das ist vielleicht besser für dich. So, stell Jinx zur Rede, haben wir gemacht. Okay, wir haben so eine Karte bekommen. Kurz hier reingehen. Haben wir das abschießen können? Nee, ne? 50? Hier sind auch ein paar Leute. Hä? Does all this junk come from? We don't make it here. Also, guck mal, weil irgendwie uns nicht verlaufen. Da war ja auch ein anderer Weg hier. Und da ist der Typ. Vielleicht reden wir kurz mal mit ihm hier. Können wir gar nicht. Gut, dann gehen wir nochmal hier durch. Dann gehen wir hier rechts rum. So ein Würfel. Oder so eine Karte. Eher nur ein Tuch, würde ich sagen. Da geht's nicht weiter, dann geht's hier links. Gut, da unten sieht's nach Arena aus oder irgendwas. Da gehen wir jetzt nicht hin. Wir machen direkt Schluss für heute. Hoffe aber, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar da. Würde mich freuen. Abonniert mich oder empfehlt mich weiter, falls ihr meint, das war doch ganz recht amüsant. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.